Herzlich willkommen zur Conical Journal Club für diese Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe von Augenheilkunde null Ahnung. Aber hier ist das Rätselbild und sowas habe ich natürlich auch noch nie gesehen, aber wir können schon erkennen, es geht um Regenbogenhaut. Und anstatt, dass wir eine offene Pupille haben, was wir hier beobachten können, ist lauter überflüssiges Gewebe, Irisgewebe und keine gut formierte Pupille. Und hier sind unterschiedliche Sachen im Angebot. Eigentlich nur drei Antworten haben etwas mit Regenbogenhaut zu tun. Und das sind diese letzten drei. Und dass das eine Duplikation ist, kann ich mir schlecht vorstellen, was Iris Kollarett bedeutet. Keine Ahnung, aber persistierende Pupillenmembrane sehe ich als eine Möglichkeit. Und das ist auch die richtige Antwort und nächste Woche werden wir dann mehr darüber erfahren. Xanthogranulome sind an der Sklera und die sehen so aus, also das war es nicht. Und persistierender Glaskörper, können wir uns das vielleicht vorstellen, das würde dann Vitrius betreffen und wir haben ja eindeutig ein Pupillenproblem, so das ist es auch nicht. Iris Kollarette sind so faserhafte Projektionen, die mit der Durchblutung der Regenbogenhaut zu tun haben, die sind hier abgebildet und das ist auch nicht. Und dieses ist eine Abbildung von Stroma-Duplikation. Das kann man vielleicht hier in diesem Querschnitt hier erkennen. Sowas habe ich auch noch nie gesehen, aber das sieht natürlich ganz anders aus als die Frage, die gestellt worden ist. Und dann letztendlich hier ist ein anderes Beispiel von persistierender Pupillenmembrane. Sieht eigentlich nicht so aus genau wie das Bild von heute, aber werden wir vielleicht nächste Woche mehr darüber erfahren. Dieses Krankheitsbild kommt auch bei Haustieren vor und bei Hunden und sogar bei Katzen, Pferde und Rinder. Na gut. Erste Thema im New England Journal war Prostatakarzinom und es geht um Salvage Therapy oder Bergungstherapie. Und es geht um Patienten, die eine radikale Prostatektomie unterzogen worden sind, die einen nicht abgegrenzten Tumorrand hatten. Das würde dann bedeuten, dass es so aussieht, als wäre der Tumor nicht vollständig entfernt oder dass sie ein paar positive Lymphknoten hatten oder dass der PSA-Wert dann nach der Operation dann langsam wieder ansteigt. Und die gängige Behandlung ist Bestrahlung. Und die Fragestellung hier, war es, kann man mit einer Androgenrezeptorenblockade für 2 Jahre die Aussichten dieser Patienten verbessern? Und hier sehen wir die Patienten und es sind natürlich alles Männer und ältere Männer und unterschiedlicher Herkunft und die Gleason-Werte sind hier auch abgebildet. Das ist eine histologische Skala, wie die Biopsien dann aussehen. Die T-Stadien, unterschiedliche Sachen sind hier gegeben und hier sind auch PSA-Werte von diesen Patienten. Und die Verteilung war in beiden Gruppen ähnlich. Und was wir hier erkennen, diese Leute sind beobachtet worden für 15 Jahre. Und es sieht so aus, als würde die Androgenrezeptorblockade hier diesen Patienten etwas Zusätzliches bieten. Nämlich das Gesamtüberleben war besser, etwas besser in der Androgenblockadegruppe im Vergleich zu Placebo. Overall Survival, Number of Deaths. Und die Stärke dieser Studie ist, sie lief über 15 Jahre. Und dann können wir dann hier unterschiedliche Gruppen uns angucken, was die Gleason-Werte anbelangt. Und die, wenn man sehr niedrige Gleason-Werte hatte, war man sowieso nicht schlecht dran. Aber bei 7 und 8 bis 10 und höher war ein Vorteil hier zu erkennen. Und bei höheren PSA-Werten, na, die Patienten wurden ja natürlich auch ausgesucht bezüglich Anstieg im PSA-Werte, in den PSA-Werten. Und wenn wir uns dann die Todesursachen uns angucken, sehen wir hier einen signifikanten Unterschied. Das
nicht massiv, aber nichtdestotrotz ist da. Und was ich auch erfahren habe vom Supplement war, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht angestiegen sind mit der Therapie. Die waren in beiden Gruppen gleich. So können wir folgern, dass in dieser Bergungstherapie, Salvage Therapy, Bicalutamid den Patienten einen zusätzlichen Vorteil angeboten hat. Das nächste Thema geht es um das Oberflächenmolekül P-Selektin. Und das ist für die Bindung von Zellen an der Endothelwand verantwortlich, wird vermittelt durch P-Selektin, dieses zum Beispiel, wie Neutrophilen sich an die Endothelwand binden können, wenn Entzündung stattfinden soll. Aber Erythrozyten haben auch P-Selektin oder den Ligand für P-Selektin. Und bei Sichelzellanämie ist dies ein Thema, weil diese gesichelten Zellen haben die eher die Neigung, an P-Selektin, an Endothel zu binden. Das führt dann zu Sichelzellkrisen. Und die Idee war es hier, bei Patienten mit Sichelzellanämie diese Krisen herabzusetzen, zu vermeiden und zu vermildern. So wurden diese Patienten mit Sichelzellanämie, die hatten nicht alle Hämoglobin SS, manche hatten auch Sichelthalassämie, aber 70% hatten Hämoglobin, waren homozygot für Hämoglobin S. Und die sind randomisiert worden zu zwei unterschiedlichen Dosierungen von diesem Anti-P-Selektin-Antikörper im Vergleich zu Placebo. Und dann hat man geguckt, wie ging es mit den Krisen. Natürlich hat dieser Antikörper mit dem Sichelphänomen eigentlich gar nichts zu tun. Das findet trotzdem statt, aber die Fragestellung ist, wenn man die Bindung von diesen krummen Erythrozyten an das Endothel unterbinden kann, dass vielleicht dann diese Sichelzellkrisen weniger vorkommen. Und sieht so aus, nach dieser Tabelle, als wäre das der Fall. Hochdosiertes Tricinolizumab waren 4 Episoden im Vergleich zu 7 bei Placebo. Und dann die Zeit bis zur ersten Episode und der Zeitverlauf bis zur zweiten Episode, Patienten haben mehrere Episoden pro Jahr, war vermindert mit der Blockade von P-Selektin. Und das ist auch hier zu erkennen, das hochdosierte Tricinolizumab ist hier unten und dann das niedrige dosierte im Vergleich zu Placebo. Diese Unterschiede sind meines Erachtens nicht massiv, aber ein Vorteil ist zu sehen mit der Anwendung von diesem Anti-P-Selektin-Antikörper. Dann sind 2 Arbeiten über Kunstherzunterstützungssysteme, linksventrikuläre Assist Device, wie man auf Englisch so sagt. Und das ist eine Hilfspumpe. Man kann die auch an beiden Ventrikeln ansetzen, wie in dieser Abbildung gezeigt, oder nur am linken Ventrikel. Dies ist ein älteres Modell. Und in diesen beiden Studien sind unterschiedliche Pumpen verglichen worden. Die Pumpe, die heutzutage angewendet wird, überwiegend hat eine Archimedes-Schraube, die dazu führt, dass Blut vom linken Ventrikel dann zur Aorta gepumpt wird mit diesem System hier. Das ist ein axialer Fluss. Natürlich kann das mit so einer Pumpe das Blut nicht pulsieren. So diese Leute, bei denen kann man keinen Puls tasten. Und das ruft eine ganze Reihe von interessanten Fragestellungen hervor. Aber darum geht es nicht. Dies ist ein axialer Fluss. Und bei dieser neueren Pumpe geht es auch um pulsloser Fluss. Aber dies ist eine Zentrifugalpumpe. Ich verstehe das nicht ganz. Ich kann mir das so vorstellen, wie es in dieser Abbildung hier gezeigt wird. Der Rotor wird hier getrieben durch ein Magnetsystem. Und die Idee war es hier, Thrombosen, Schlaganfall, Notwendigkeit von Pumpenersatz und Ähnliches zu vermindern bei diesen Patienten mit diesem
Linksherz-System. Und wir, diese Pumpe, eigentlich der Ablauf der Studie war so geplant, dass man, dass die neue Pumpe mindestens so gut ist wie die alte. Aber was wir hier sehen, ist tatsächlich das ereignisfreie Überleben in der axialen Pumpe im Vergleich zu der etwas schlechter war als mit der zentrifugalen Pumpe. Und dieser Unterschied zu der großen Freude von den Herstellern war statistisch signifikant. Sieht so aus wie ungefähr 10% Unterschied. Und dies ist eine Beobachtungszeit von 6 Monaten. Ich finde es überhaupt erstaunlich, dass Menschen mit so einem Kunstherz überleben können. Und sieht gar nicht so schlecht aus. Also diese Pumpe scheint besser zu sein. Und diese Patienten, die Notwendigkeit von Pumpen wird bewertet durch die Intermax-Skala. Und Intermax 1 ist kardiogener Schock. Das heißt, zügig muss eine Pumpe eingebaut werden. Intermax 2 ist fortschreitender Verlauf von Verschlechterung. Intermax 3 ist Notwendigkeit, Inotropen zu infundieren. Und das geht bis 7. Also diese Patienten waren überwiegend 3 oder schlechter von der Intermax-Skala. Und in der nächsten Studie sehen wir was Ähnliches. Hier sind auch 2 Pumpensysteme verglichen. Wieder mal ein Zentrifugalpumpensystem, wo die ganze Pumpe innerhalb des Perikardbeutels platziert wird, im Vergleich zu einer axialen Pumpe, wie hier abgebildet. Und hier war es wieder mal die Absicht zu beweisen, dass die neue Pumpe nicht schlechter ist als die alte Pumpe. Und hier sind die Patienten. Die hatten keine Aussicht auf eine Herztransplantation. Überwiegend männliche Patienten, so 64 bis 66 Jahre alt, und koronare Herzerkrankung, Ischämie und so weiter war die hauptsächliche Ursache. Hier ist die Intermax-Skala hier abgebildet, und wie wir hier sehen, ist die meisten Patienten waren 3 oder schlechter. Und ja, Ziel eigentlich erreicht. Die neue Pumpe war nicht schlechter als die alte Pumpe. Vielleicht dann doch eine Kostenfrage. So, was wir hier sehen, ist, dass die neue Pumpe war assoziiert mit einem eigentlich etwas höheren Risiko von Schlaganfall, Rechtsherzversagen und Sepsis. Aber die Kontrollpumpe, die ältere Pumpe, war assoziiert mit häufiger Pumpversagen und Notwendigkeit von wiederholten chirurgischen Eingriffen. Aber Nettobilanz, beide Pumpen funktionierten ungefähr ähnlich. Wenn wir zurückgehen, zu angucken, hier ist der Verlauf über 1000 Tage, also es geht um 3 Jahre. Und ich finde es eigentlich erstaunlich, dass diese Leute, die für Herztransplantation noch nicht mal in Frage kommen, dass die Hälfte sind nach 3 Jahren immer noch bei uns. So, hier sind große Fortschritte gelaufen in den letzten Jahren, was man Patienten mit terminaler Herzinsuffizienz eigentlich anbieten kann. Dann Übersichtsartikel im New England Journal, ging es um langfristige Kontrazeptiva. Und erst wird eine Patientin vorgestellt, es geht um eine 17-jährige Schülerin, und die hat einen Freund und ist nicht an Schwangerschaft interessiert. Und was kann man diesen Patienten bieten? Pilleneinnahme, muss man daran denken, die Pillen zu schlucken, und das geht auch nicht immer bei, insbesondere bei jungen Patientinnen. Barrierekontrazeptiva werden, die Problematik ist ihnen bekannt, aber die beiden Strategien, die hier diskutiert werden, ist die Implantation von einem kleinen Stäbchen hier, was Hormone freisetzt, oder dieses intrauterine Gerät hier dargestellt. Und kann man den Patientinnen dann erklären, was sie vielleicht lieber hätten, aber beide Methoden sind höchst effektiv, und das wird hier diskutiert. Und hier sind die hauptsächlichen klinischen Punkte, die hier
dargestellt werden und die man mit den Patienten dann diskutieren muss. Und hier ist weitere Informationen von alles, was hier möglicherweise passieren könnte und was das Risiko ist von vielleicht unerwünschten Nebenwirkungen. Überwiegend geht es um nicht erklärten vaginalen Blutungen, dass die Regelblutungen dann unregelmäßig werden. Und mit der Nexplanon-Implantation, dies setzt ein Gestagen frei. Also die Triglyceridwerte werden nicht gestört und scheint eine gute Methode zu sein. Die Dinger können natürlich dann auch entfernt werden, wenn ein Kinderwunsch dann letztendlich besteht. Der Fall von letzter Woche war diese Patientin mit einem aktinischen Granulom. Und dies ist eigentlich eine ziemlich asymptomatische Hautreaktion bei Haut, die überwiegend der Sonne viel ausgesetzt wird. Und das wird hier gezeigt und die Biopsiebeispiele letzte Woche schon gesehen. Und mit einer bestimmten Salbe ist der Ausschlag etwas besser geworden. Dann dieses CT-Bild fand ich ziemlich spannend. Dies ist eine Bauchspeicheldrüse und was wir hier sehen, ist diese multiplen Kalzifizierungen innerhalb der Bauchspeicheldrüse bei diesem chronischen Alkoholiker mit diesem dramatischen Röntgenbild, mit diesem dramatischen CT-Bild. Also wenn Sie das auf einer Prüfung sehen, dann werden Sie sofort wissen, was das war. Dann der Fall im New England Journal, geht es um diesen Patienten, der ist 41 Jahre alt und wiegt 160 Kilogramm und hat ein BMI von 50 und neigt zu Typ 2 Diabetes und wird dann ein UNY-Bypass. Diese Operation wird er dann erzogen. Und was wir hier sehen ist, Dünndarm wird hier hochgezogen. Und hier an dieser kleinen verkleinerten Magentasche hier angebunden, hier ist eine Anastomose. Und diese Tasche ist natürlich noch in der Lage, etwas Säure zu produzieren. Und hier ist dann der Magen und der wird dann runtergeleitet zu dieser zweiten Anastomose, sodass die Verdauungssäfte und so weiter hier dann ihre Zwecke ausüben können. Und nach dieser Operation, tatsächlich hat der Patient dann Gewicht abgenommen von 160 Kilo auf 84. Das heißt, er hat eine Gesamtgewichtsreduktion von beinahe 50% hier dargestellt. Und ob er dadurch glücklicher geworden ist, ist dahingestellt. Aber nach 8 Jahren, das ist ein ziemlich langer Zeitverlauf, würde ich finden, kriegt er dann Symptome von Magenschmerzen und Eruptionen und es geht ihm schlecht und wird eine Gastroskopie unterzogen. Und was wir hier sehen, ist ein Marginalulkus in der Nähe von der Anastomose. Und diese Sachen werden auch mit PPIs behandelt und Sulcalfat und Ähnliches. Aber und dann nicht-steroidale Antiphlogistika werden dann nicht, keine Schmerzmittel, die werden diesen Patienten natürlich enthalten. Man hofft sehr, dass diese Dinger heilen. Aber das tun sie nicht immer und wenn sie nicht richtig heilen, dann muss eine Revision vielleicht durchgeführt werden. Bei diesem Patient war das auch so, dass es nicht geheilt und dann 6 Monate danach, nach dem PPI-Therapien und Sulcalfat und so weiter, kriegt der relativ plötzlich ekelhaft riechende Diarrhoe, die nach jeder Mahlzeit stattfinden. Und was wir hier sehen, ist Partikelmaterial konsistent mit was er vor kurzem gegessen hat, waren auch im Stuhl. Und das liegt die Möglichkeit natürlich im Raum, dass dieser Ulkus dann perforiert ist und dass eine Fistel zwischen der Anastomose und dem Dickdarm hier zustande gekommen ist. Und diese Fistel kann man hier auch sehen in dieser Untersuchung mit Kontrastmittel. Und diese Fistel musste dann chirurgisch behandelt werden. Und diese
ganzen, alle Komplikationen, die mit dieser Operation vorkommen können, werden dann in diesem Übersichtsartikel diskutiert. Und wenn Sie mit solchen Patienten zu tun haben, sollten Sie das unbedingt mal angucken, weil solche Patienten werden wir jetzt immer häufiger begegnen. Dann, hier ist eine Frage der Woche. Es geht um Patienten, der wird behandelt mit Amoxicillin und Clavulansäure. Und nach 9 Tagen kriegt er auf einmal einen Ausschlag und Gelenkbeschwerden. Und dann wird die Frage im Raum gestellt, was ist das? Und eine verzögerte Hypersensitivitätsreaktion ist im Angebot oder eine idiosynkratische Reaktion zur Clavulansäure. Keine Ahnung, noch nie davon gehört. Serumkrankheit, eine Serumkrankheitsreaktion zu Amoxicillin, Entwicklung von medikamenteninduzierte Lupus erythematosus oder eine IgE-vermittelte Allergie. Und die richtige Antwort ist Serumkrankheit, was bei nach Penicillingabe Zeitverlauf ist richtig, dass das in Frage kommt. Diese nicht sehr häufige Nebenwirkung ist bekannt. Und dann bewegen wir uns Richtung Lancet für diese Woche und es geht wieder um eindrucksvolle neuer Impfstoff, der produziert worden ist von rekombinanten Stomatitis-Virus. Das ist eigentlich ein Tiervirus, das Menschen keinen Schaden ausrichtet. Und dieses Virus ist umgestaltet worden, sodass es oberflächliche Proteine von Ebola-Virus mit sich trägt. Und das ist dann hier angewendet worden in einer eindrucksvollen Studie. Die Phase 1-Version haben wir schon im New England Journal diskutiert, in Sierra Leone. Und das Design von diesem Ablauf ist ziemlich interessant. Fing schon wahrscheinlich vor ein paar Jahren an. Was man hier gemacht hat, ist jedes Mal, wenn ein Fall von Ebola-Virus stattgefunden hat, ist alle Kontaktpersonen sind identifiziert worden, die sind erfasst worden. Und anstatt dass man eine Placebo-geimpfte Gruppe hatte, war eine Gruppe ist erst nach 10 Tagen, das heißt, die haben eine verzögerte Impfung bekommen und im Vergleich zu einer anderen Gruppe, die sofort geimpft worden ist. Und dann waren auch andere Ansammlungen, Clusters wird das hier genannt. Dieser Design heißt, das ist eine Ring-Cluster-Studie. Und manche Leute sind randomisiert worden zu verzögerter Impfung oder sofortiger Impfung und andere Leute sind nicht randomisiert worden. Und dann war auch der Fall, dass sie die Kontaktpersonen nicht finden konnten oder die Kontaktpersonen wollten nicht geimpft werden. Und unterschiedliche Möglichkeiten sind hier aufgetreten, alles ziemlich kompliziert. Wird in diesem Ablauf hier dargestellt. Kinder unter 6 Jahren wurden nicht geimpft in dieser Studie. Und dann wurde das Ganze dann analysiert anhand Intention to Treat. Und da in der sofortigen Impfgruppe nicht alle tatsächlich geimpft worden sind oder nicht auffindbar war und Ebola entwickelt haben, ist das natürlich ein Störvariabel. Die Indexpatienten, denen ging es natürlich schlecht. Die hatten eine Mortalität von über 50%, wie wir das von Ebola-Infektionen kennen, und dann die sämtlichen Kontaktpersonen. Und was wir hier sehen, ist, die geimpften Gruppen sind alle geimpft worden. Aber die verzögerte geimpfte Gruppe liegt hier oben und die sofortigen geimpften Gruppen liegen hier unten. Diese Abbildungen sind eigentlich für mich nicht so verständlich. Und in diesen Gruppen hier unten waren weniger Patienten als hier oben, aus unterschiedlichen Gründen. Aber sie haben versucht, sehr viele Leute hier zu erfassen. Und der Impfstoff scheint effektiv zu sein. Was besonders eindrucksvoll war, was die Forscher hier aussagen, ist, dass keine Kontaktpersonen haben Ebola-Virus entwickelt, die sofort
geimpft worden sind. So behaupten die Autoren, dass die Effektivität dieses Impfstoffs auf 100% Niveau liegt. Und das ist natürlich ein sehr eindrucksvoller Erfolg. Und hoffentlich ist damit die Ebola-Geschichte bald gelaufen. Dann das nächste Paper in Lancet, geht es um die Behandlung des multiplen Myeloms. Wusste ich eigentlich gar nicht, aber die gängige Behandlung ist anscheinend Lenalidomid plus Dexamethason. Und die Fragestellung hier war, wenn man den Leuten dann sofort Bortezomib dazu verordnet, haben die dann einen besseren Verlauf. So ist diese Hypothese, das vermuten alle und machen auch viele so, aber diese Hypothese ist jetzt gründlich getestet worden. So, Leute haben entweder Lenalidomid und Dexamethason bekommen oder alle drei Präparaten. Und was wir hier sehen, ist der Ablauf von denjenigen, die alle drei Präparate gekriegt haben. Bei diesen Myelompatienten war verbessert im Vergleich zu der Zweifachtherapie. Hätten wir uns auch vielleicht auch vorstellen können. Dann, also bei Patienten mit neu diagnostiziertem Myelom führt die Zusatzbehandlung mit Bortezomib zu einem signifikanten verbesserten progressionsfreien Verlauf und Gesamtüberleben war auch verbessert und das Nebenwirkungsprofil war akzeptabel. Dann die nächste Studie hat zu tun mit Psoriasis und die Behandlung von Psoriasis mit Methotrexat. Was ich nicht gleich sofort verstanden habe, ist, dieses Methotrexat wurde subkutan verabreicht. Warum man den Leuten nicht Tabletten angeboten hat, habe ich nicht ganz verstanden. Aber die haben 17,5 Milligramm pro Woche gekriegt oder Placebo für die ersten 16 Wochen. Und dann wird die Wirksamkeit von der Methotrexat-Therapie dann kalkuliert durch Verbesserung dieser PASI-Skala. Und die hat zu tun mit wie viel Oberfläche der Haut mit Psoriasis involviert ist. Und Vorteil an Methotrexat ist natürlich, dass es überhaupt nicht teuer ist, weil es schon 40 Jahre auf dem Markt ist. Und was wir hier sehen, ist, die subkutane Methotrexat-Gruppe hat einen besseren Verlauf als die Kontrollgruppe. Und hier sind die PASI-Werte hier angegeben und so im Durchschnitt waren 40% Verbesserung in den PASI-Werten durch die Verabreichung von Methotrexat hier zu erkennen. Ja. Dann die letzte Studie in Lancet ging es um die Anwendung von Kernspinnenresonanztomographie bei Schwangeren, wo Ultraschalluntersuchungen den Verdacht erhoben haben, dass eine Veränderung im Zentralnervensystem oder dass eine Gehirnfehlentwicklung vorliegen würde. Und man kann sich schon vorstellen, dass MR, Ultraschall als Screening-Verfahren dann die Präzision sicherlich verbessern würde. Und das ist hier durchgeführt worden, schon in der 18. bis 24. Schwangerschaftswoche. Und was wir hier sehen, ist, Ultraschall ist nicht schlecht, aber 22% Fehlerrate. Und wenn man MR dazu bringt, dann ist diese Fehlerrate signifikant reduziert. In diesen ersten beiden Gruppen hatten die Untersucher eine große Sicherheit, dass sie recht hatten, ausgesprochen. Und in diesen anderen beiden Gruppen war das Vertrauen der Diagnose von den Untersuchern etwas weniger, aber sicherlich macht MR
die diagnostische Präzision wird durch MR verbessert. Dann das letzte Thema in Lancet war, wie können wir Elendsviertel verbessern? Und das habe ich gelernt, dass 1 Milliarde Menschen auf der Erde leben in sogenannten Elendsviertel, wie hier abgebildet. Und was könnte man da alles tun, um deren Gesundheit vielleicht zu verbessern? Und wie kommen Elendsviertel sowieso zustande und Weltüberbevölkerung und Hygiene und Impfen wäre nicht schlecht und um Ernährungszustände zu verbessern wäre auch nicht schlecht und Selbsthilfegruppen und was man alles da machen könnte, werden von diesen Soziologen, die diesen Artikel geschrieben haben, hier diskutiert und das ist auch, finde ich auch ein wichtiges Thema, wo man hier vieles verbessern könnte und ist alles ein ziemlich kompliziertes Thema. Aber der letzte Fall, den ich Ihnen zeigen wollte, ist diese 23-jährige Frau aus Florida. Wir hier können erkennen, dass es geht um eine Schwangere und die entwickelt dann Fieber und kriegt diesen Ausschlag hier über den ganzen Abdomen und kriegt Myalgien und Gelenkschmerzen und war in den letzten 2 Jahren nicht außerhalb Amerika. So sieht es so aus, als was sie hier hat, hat sie in Miami erworben und nicht irgendwo anders. Und so wird getestet, könnte ja vielleicht Masern, sieht eigentlich nicht aus wie Masern. Varicella ist das auch nicht, Rubella ist das auch nicht. Syphilis kommt vielleicht immer in Frage. Diese sämtlichen Hepatitis B, Mumps, Dengue-Fieber und alles Mögliche. Diese Tests waren alle negativ. So hat man auch eine Hautbiopsie gemacht und wir sehen hier Eintreten von rundkernigen Lymphozyten und Neutrophilen und so eine Entzündungsreaktion hier unter der Haut. Und letztendlich, was er hat, ist Zika-Virus. Und dieses Zika-Virus hat sie in Florida gekriegt und nicht in Brasilien. So können wir davon ausgehen, dass die Zika-Epidemie jetzt sich so erweitert hat, dass die USA jetzt auch betroffen ist. Das war's für heute. Und nächste Woche machen wir weiter. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.